Jo, nochmal zum Üben, zum Wiederholen für zu Hause. Hier haben sich selbst Schüler schon versucht und das hat ganz gut geklappt. Hier sind einige Sachen entstanden, das ist ganz gut. Es geht um Logarithmen. Wie kann man die per Hand bestimmen? Und wir haben hier eine Übung fertig gemacht. Also, wie es hier zu lesen ist, Logarithmus zur Basis 2 von der dritten Wurzel aus 4 und so weiter und so fort. Und wer das dann üben will, der drückt jetzt die Stopptaste, schreibt die Logarithmen entsprechend ab und macht das nochmal. Und wenn ihr jetzt die Stopptaste zu Hause gedrückt habt, dann könnt ihr gleich weitermachen. Ich mache jetzt kurz die Pause. So, und jetzt füge ich das wieder ein, was ich vorhin schon an Lösungen weggewischt habe. Achtung, auf einen Schlag. Und jawohl, das ist das Ergebnis. Dann können wir das jetzt praktisch dafür festhalten. Wer das zu Hause üben will, guckt sich jetzt das an und vollzieht die Schritte nochmal nach, überprüft seine eigenen Schritte und so weiter und so fort. Auch Arbeit einer Schülerin. Wunderbar. Gut. Wie muss ich schreiben? Bitte, Johannes. Genau, danke. Moment. Logarithmengesetze sind in diesem Fall relativ einfach erklärt. Ich kann in Annäherung an Potenzgesetze, wenn ich zum Beispiel a hoch n mal a hoch m sage, dann kann ich auch sagen, das ist a hoch n plus m. Und wenn ich das auf Logarithmen anwende, ist der Logarithmus zur Basis 3 von 27 mal 81 aufgeteilt, der Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch 3 mal 3 hoch 4. Ich kann natürlich, in diesem Fall ist es einfach zu erkennen, kann ich ganz einfach sagen, das ist 3 hoch 7. Aber Logarithmengesetz angewendet heißt in diesem Fall, das ist gleich dem Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch 3 plus dem Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch 4. Also der eine ist 3 und der andere ist 4. Demzufolge habe ich hier die 3 und die 4 und 3 plus 4 ist 7. Das ist nichts Besonderes. Ein wesentlich interessanteres Logarithmengesetz. Naja, gut, das andere, ich schreibe das mal schnell der Vollständigkeit halber hin. Da ja a hoch m durch a hoch n gleich a hoch m minus n ist, kann ich dann in diesem Fall das Logarithmengesetz ganz einfach ableiten und kann sagen, das Minus rutscht in solchen Fällen dahin. Das ist gar nicht mal das schönste Logarithmengesetz, sondern das allerbeste ist eigentlich Folgendes. Wir hatten uns das als Faustformel eingeprägt. Diese Faustformel entwickelte sich wie folgt. Wenn wir sagen, der Logarithmus zur Basis u von o ist wie folgt errechenbar. Die Faustformel ist, weil ich habe extra o gesagt, weil das weiter oben ist, kann ich gleich sagen, das ist zum Beispiel den 10er Logarithmus von o geteilt durch den 10er Logarithmus von u. Oder ist genauso gut wie der natürliche Logarithmus von O wie der natürliche Logarithmus von U unterm Bruchstrich. Ich teile also bloß die Logarithmenwerte durcheinander. Wie das kommt, ist eine andere Geschichte. Beispiel, ich schreibe hin, Logarithmus zur Basis 2 von Wurzel aus 5. Es dürfte sehr schwer fallen, Wurzel aus 5 so umzuwandeln, dass ich 2 hoch etwas bekomme. Dann kann ich auch sagen, naja, das ist nichts anderes, erstmal umgeschrieben, als dem Logarithmus zur Basis 2 von 5 hoch 1/2. Und jetzt kommt was Schönes. Das ist nämlich dieses Logarithmengesetz, wo man die Faustformel her ableiten kann, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Ich kann in diesem Fall sagen, hier der Exponent rutscht nach vorne. Das haben wir in einem anderen Video und in anderen Stunden ausreichend begründet. Also, ich kann sagen, das ist gleich 1/2 mal an den Stift dem Logarithmus zur Basis 2 von 5. Und jetzt, wenn ich das errechnen will, bin ich in einer ganz wunderbaren Lage. Ich kann diese Gleichung hier, die kann ich dementsprechend umformen. Könnt ihr euch erinnern? Machen wir das mal an einem anderen Beispiel. Das heißt ja hier nichts weiter. Hier dieser Ausdruck, der heißt nichts weiter. Oder nee, bleiben wir bei diesem Ausdruck. Der heißt in Exponentialschreibweise 2 hoch. Was weiß ich? Ist gleich 5 hoch 1/2. Richtig? Umgeschrieben. 2, die Basis, 2 hoch, weiß ich noch nicht, ist gleich 5 hoch 1/2. Hier steht ja mal das Ergebnis bei der
Exponentialgleichung. Also kann ich sagen, naja, jetzt mache ich das wie mit anderen Gleichungen auch. Ich logarithmiere und damit ich mir einen Haufen Schreiberei ersparen kann, nehme ich den Zehnerlogarithmus. Gleiche Basis nehmen. Ist, wie gesagt, überall ausreichend begründet. Ich sage also, das ist der Zehnerlogarithmus von 2 hoch x gleich dem Zehnerlogarithmus von 5 hoch 1/2 oder von Wurzel aus 5. Wenn ich das ist lediglich ein einfaches Dahinterschreiben. Wenn ich mir das jetzt auf der nächsten Zeile angucke, dann sage ich, naja, das x wandert nach vorne. X mal Zehnerlogarithmus von 2 ist gleich dem Zehnerlogarithmus von Wurzel aus 5. Ich schreibe jetzt mal Wurzel aus 5, weil es schneller geht so hinten. Jetzt kann ich, damit das x alleine steht, durch den Zehnerlogarithmus von 2 dividieren und habe x ist gleich LG Wurzel aus 5 geteilt durch LG 2. Und jetzt sieht man, wenn ich mir diesen Ausdruck wieder angucke, das ist der obere Teil und das Ding ist der untere Teil. Ich kann also den oberen Teil Wurzel aus 5 oben auf dem Bruchstrich und den unteren unten auf dem Bruchstrich schreiben. Ich muss nicht erst umbauen, logarithmieren, obwohl man diese Schritte können sollte, sondern ich kann direkt meine Faustformel anwenden und sage, wenn mir mal irgendwie ein logarithmischer Ausdruck blöd vorkommt und ich keine Lust habe, erst eine gemeinsame Basis zu finden, dann sage ich, das nehme ich als O und das hier nehme ich als U. Das ist O, das Ding und das ist U und ich teile einfach durch am besten Zehner oder natürlichen Logarithmus, weil die Tasten sind auf dem Taschenrechner vorhanden. Das wäre also die Herleitung dieses komischen Ausdruckes, kann ich gleich in diesen hier überführen. Das ist diese Faustformel. So, und die wollen wir jetzt anwenden. Und jetzt sind wir wieder am Üben. Die nächsten Aufgaben, ich mache jetzt mal Pause, die schreibe ich dann hin und dann, damit das Video nicht zu lang wird, machen wir dann wieder die gleiche Übung wie eben. So, wir haben also diese Aufgaben, die sind jetzt ausdrücklich mit dem Taschenrechner auszurechnen. Das heißt also umbauen in, ich gebe mal die erste Zeile vor und dann schreibe ich noch die kleine Aufgabe darunter. Die kleine Aufgabe für den nächsten Schüler ist dann diese hier. Ich habe es ein bisschen geschmiert, Entschuldigung. Ich zeige es nochmal. Wir rechnen jetzt direkt mit dem Taschenrechner Folgendes aus. Nach der Faustformel von der anderen Seite hier, Logarithmus oben durch Logarithmus unten, am besten den Zehner schnappen, machen wir es wie folgt. Wir sagen also, und das können wir auch mit dem Natürlichen ausprobieren, das ist also LG 32, das Logarithmus zur Basis 10, durch LG 2. Was muss bei der ganzen Sache rauskommen? Das ist ja 2 hoch 5, es muss 5 rauskommen. Überprüfen mit dem Taschenrechner, ob es stimmt. Dementsprechend jetzt die anderen Aufgaben umschreiben. So, und wenn man, naja, wenn man ein bisschen ungeübt ist im Schreiben, dann kann das ein bisschen krickelig werden, das ist aber nicht schlimm, die Ergebnisse sind richtig. Schnell nochmal zur Interpretierung des Ergebnisses. Ich hatte hier oben ja gezeigt, ist LG 32 durch LG 2. Ich hätte auch schreiben können, ist genauso wie LN 32 durch LN 2. Man muss eben bloß darauf achten, dass man auch beim Eintippen dann wirklich LN LN oder LG LG eintippt. Ansonsten ist das keine besondere Schwierigkeit, dieses schicke Logarithmengesetz anzuwenden. Hier musste 3 rauskommen, ne? Denn das wissen wir ja noch von der Per-Hand-Übung, dass wir hier die 3 schon ablesen können. Aber selbst wenn man das so umständlich eintippen würde, käme die 3 raus. Auch hier sieht man es schon, das ist ja 2 hoch 3, also muss der Logarithmus 3 sein. Und jetzt zu den Ergebnissen. 2 hoch 3 wäre 8. Aber 2 hoch nicht ganz so viel, nämlich 2,80 und so weiter, kann dann nur 7 sein. Man kann also ungefähr abschätzen, ob das auch stimmen wird. 3 hoch 3 wäre 27. Da aber 28, also ein bisschen mehr rauskommt, kann man sagen, da muss der Logarithmus ein bisschen größer sein. 2 hoch 3 ist 8. 2 hoch, also 3,699 und so weiter, ist ein bisschen größer, weil nämlich 9 rauskommen musste. Und hier war es eigentlich eindeutig, 1,6 mal 1,6 ist 2,56, demzufolge muss hier eine glatte 2 rauskommen. Gut.